Die Zugerin Valerie Dittli wurde am Sonntag in einem Kopf-an-Kopf-Rennen in den Regierungsrat des Kantons Waadt gewählt. Nun will es ihr ihre Schwester im Kanton Zug gleich tun. Diese beiden Schwestern mischen gerade die Politik auf. Diese beiden Schwestern mischen gerade die Politik auf. Sophie Reinhardt. Ihre Wahl in die Regierung war die Überraschung vom Sonntag. Mit Valerie Dittli wurde ein Politikneuling in die Waadtländer Kantonsregierung gewählt. Und so wurde aus dem ursprünglich geplanten Dankessen am Sonntagabend eine Wahlfeier mit Freunden und Familie in einem Restaurant. Dass die junge Frau gewählt wurde, kommt einer politischen Sensation gleich. Denn der Mittepartei kommt in der Waadt kaum eine Bedeutung zu, im Parlament ist die Mitte gar nicht erst vertreten. Zudem lebt Dittli erst seit ein paar Jahren in der Waadt und hatte dort noch nie ein politisches Amt inne und ist deshalb der breiten Öffentlichkeit kaum bekannt. Nach Lausanne gezogen war die Deutschschweizerin vor wenigen Jahren, um ihr Jurastudium abzuschließen. Sie sei noch immer gerührt und dankbar, sagt die Jungpolitikerin am Montag nach ihrer Wahl. Von der Hobby- zur Berufspolitikerin. Dittli dürfte eine der jüngsten Politikerinnen und Politiker sein, die je den Sprung in eine kantonale Regierung geschafft haben. Meine Wahl ist auch ein Zeichen dafür, dass meine Generation bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Die Newcomerin überflügelte die bisherige SP-Bildungsvorsteherin Cesla Amarelle. Die holte knapp 4.500 Stimmen weniger als Dittli und wurde abgewählt. Damit verlor Linksgrün die Mehrheit im siebenköpfigen Staatsrat, nach immerhin zehnjähriger Dominanz. Werbung. Schwester will auch in die Regierung. Politisch engagiert ist auch Valeries Schwester Laura Dittli. Sie ist Kantonsrätin in Zug und kandidiert im Herbst ebenfalls als Regierungsrätin. Einen Ratschlag für eine erfolgreiche Wahl an ihre Schwester hat Valerie Dittli nicht, sie hat genug Erfahrung, ich bin mehr als Unterstützung für sie da. Aufgewachsen sind Laura und Valerie Dittli in Oberegeri im Kanton Zug. Mitte-Präsident Gerhard Pfister wohnt im selben Dorf. Hatte die beiden Schwestern politisiert? Das sei eher die Diskussion um den Milchpreis am Familientisch gewesen, sagen die Schwestern. Valerie Dittli bezeichnet sich zudem als große Bewunderin der ehemaligen Mitte-Bundesrätin Doris Leuthardt. Werbung. Vorerst nicht Anwältin. Der Vater der Schwestern betreibt einen Biohof mit Milchkühen, weshalb Laura und Valerie auch Traktor fahren können. Die Ostertage verbringen die Schwestern denn auch auf dem Bauernhof, wo sie gelegentlich mithelfen. Beruflich haben sich die Dittli-Schwestern beide aber für ein Jurastudium entschieden. Doch der Wahlerfolg am Sonntag bedeutet vorerst die Sistierung der Anwaltskarriere von Valerie Dittli. Die Anwaltsprüfung wäre im Oktober angestanden, doch nun beginnt sie am 1. Juli ihre Arbeit als Regierungsrätin. Die Prüfung muss erstmal warten, ich schließe nicht aus, sie irgendwann nachzuholen.